raushauen. Können wir auch mal raushauen. 93 für den nächsten Textvertrag, das ist gut. Achso, naja, halt. Ich mach mal wieder neue Wissenschaftler. 1, 2, 3, 4, 5 Wissenschaftler könnte ich einstellen. 1, 2, 3, 4, 5. Dankeschön. 1, 2, 3, 4 und 5. Dun dun da 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 da. Oh wee. Dun dun da 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 da. Ja, wir warten jetzt eigentlich nur mal, bis wir die 1000, haben, damit wir hier weiter forschen können. Ich schaue mal, ich nehme mal kurz das Abo-System komplett raus. So, was machen wir denn als nächstes? Livestreaming wäre natürlich cool. Weil wir sind ja eine Streaming-Plattform. Das wäre genau das, was wir eigentlich brauchen. Heißt, dafür brauchen wir Video-Wiedergabemodul und Bandbreitenmodul. Video-Wiedergabemodul sind schon mal 500 und Bandbreitenmodul, das sind 1000, also 1500 brauchen wir auf jeden Fall. Mit den 1000 machen wir mal das und dann das andere, dann machen wir endlich mal Livestreaming. So. Ein Vertrag ist abgelaufen, genau. Schauen wir uns das mal das an. Was hast denn du für neue Deals? Nein, nein. Nein. Was? Ich nehme für die Textanzeige. Zehn Tage, verhandeln wir aber noch ein bisschen. Also ich würde schon 4,41 verlangen. 4,80. Perfekt. Wir haben aber dann noch eine freie Zeit, oder? Wir haben ja noch eine freie Zeit. Warum belegen wir gar nicht mal? Fällt mir auf, die belegen wir gar nicht. Na, dann brauchen wir unbedingt noch einen Vertrag. Einen neuen. So, ich schau mal hier wegen der Geschwindigkeit. 88%, das ist natürlich wenig. Deshalb tue ich den mal hochpumpen quasi. 80%. Bei 114, die gehen wir mal hoch. 117. 120. 118. 109. Die hat auch noch 109. 150, 112, 140, 127. Zwar kriege ich jetzt weniger Forschungspunkte, aber. Ja, schauen wir mal wenigstens auf die Schulung. Damit die halt ein bisschen höher gehen, wenigstens. Weil dann geht es natürlich schneller voran mit den anderen Sachen.
So, nächster Tag. Hundertneunzehn, hundertneunundzwanzig, hundertdreißig, das ist schon mal gut. Verbesserung. Das passt. Das passt. 100, 108, 100, 134 kannst du wieder zurück. So, 1000 Punkte haben wir schon mal. Erst machen. Nicht Marketing. Genau das, weil er braucht die Bandbreiten. Suchmodule, Lokalisierung und Payment Gateway. Das kann man dann auch später für die Zahlungsmöglichkeit benutzen. Was sehr gut ist natürlich. So, wir brauchen jetzt neue Entwickler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 können wir jetzt einstellen. Vielleicht einen Entwickler. So. 8 können wir einstellen. Oh. Das können die gar nicht machen. Hier. Braucht man Expertenentwickler? Oh Gott, das sind teuer. Lernentwickler. Experte. Ach du meine Güte. Nicht billig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Oh Mann. Ich meine, wir haben nur eins, zwei, drei, vier. Naja, und von denen zwei. Wir brauchen acht. Jeden, den wir kriegen, müssen wir aber nehmen. Sie sind auf jeden Fall nicht billig, sagen wir es so. So. Dann haben wir die jetzt eingestellt. Also. Warten wir mal, dass ein paar kommen. Dann machst du für mich Videoformat. Audioformat. Warte mal, dann mach auch Videoformat bitte, danke. Videoformat. Warum das Ganze? Weil ich eine Videowerbung machen möchte, oder? Fernsehwerbung, was braucht man dazu? Videoformat und Vertragsvereinbarungen. Okay. Radio. Hey, wieso kann ich hier gar nicht? Livestreaming? Oh, das habe ich deaktiviert. Ach so, ja. Wir brauchen unbedingt mehr Frontend-Module. Leute, die Frontend-Module machen. Wir haben zu wenige. Was machst du, das Authentifizierungsmodul? Machen Frontend-Modul. Autofinanzierungsmodul, machen Frontend-Modul. Bewerben, nehmen. 4. Audioformat. Audioformat. Realistische V-Formaten. Audioformat. Dann habe ich hier 1, 2, 3, die jetzt machen. Und hier 1, 2, 3.
Automat, Videomat, Automat. Und den nehmen wir auf. Analytisch. Ja, keine Ahnung, macht so. Das dauert jetzt immer so lange, bis da was passiert. Aber gut, das ist normal. So. Wie schaut es eigentlich da aus? Wann ist denn hier nicht dieser Vertrag fertig? Das dauert so lang. Hier schaue ich gerade immer nur wegen an Banner, aber Text machen wir nicht mehr. Morgen ist vorbei. Morgen ist vorbei. Ah, das ist der Controller, der arbeitet eh brav. Jetzt machen wir wieder Minus. Warum? Wahrscheinlich weil Serverauslastung, schätze ich mal. So, Vertrag ist vorbei, oder? Nein, morgen, okay, dann ist morgen der letzte Tag. Okay, passt, kann ich auch damit leben. Wenn das so ist. Mann, die Backend-Module, die brauchen so lange, das ist echt eine Katastrophe. Viele Funktionalität leider darunter, deshalb. Und wir brauchen Frontend-Module. Gut, passt. Dann stellen wir noch mehr Mitarbeiter ein, die Frontend-Module machen. Mann. Das ist nervig.